EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat mit Aussagen zur bevorstehenden Parlamentswahl in Italien Kritik auf sich gezogen. Der frühere Innenminister des Landes und Chef der rechtsnationalen Lega, Matteo Salvini, forderte eine Entschuldigung oder sogar den Rücktritt von der Leyen. Die Kommissionspräsidentin hatte bei einer Veranstaltung an der Princeton University in Richtung Italien Konsequenzen angedeutet, sollten die dortigen Rechtsparteien bei einem Wahlsieg demokratische Grundsätze der EU verletzen. Von der Leyen verwies dabei auf Ungarn und Polen. Mit beiden Mitgliedstaaten streitet Brüssel seit Jahren über die Rechtsstaatlichkeit. Salvini wirft von der Leyen Arroganz vor. Die freie und demokratische Wahl des italienischen Volkes müsse unter allen Umständen respektiert werden.